Tag 1 an Bord der Color Magic, die ich euch im letzten Video ja schon vorgestellt habe. Und wir fahren heute also in Kiel los und nehmen Kurs in Richtung Oslo. Und hier seht ihr unseren heutigen Streckenverlauf auch schon auf der Karte. Und wir beginnen am frühen Morgen. Im vorletzten Video bin ich ja hier in Kiel angekommen mit der Bahn. Bin über Nacht nach Kiel gefahren, am frühen Morgen hier angekommen. Das heißt, ich hatte noch etwas Zeit. Gegen 13 Uhr sollte das Boarding dann beginnen. War jetzt hier kurz nach 8 schon da. Das heißt, da war noch einiges an Zeit totzuschlagen. War mir aber trotzdem lieber als einen Zug zu nehmen, der erst früh morgens zu Hause losgeht. Und dann gegen 12 erst hier ist, wenn da was schiefgelaufen wäre, dann hätte ich ein Problem gehabt. Deswegen hatte ich dann lieber diese Variante gewählt und ich habe die Zeit dann damit verbracht, mit der Fähre zu fahren. Das mache ich fast immer in Kiel, wenn ich noch etwas Zeit zu überbrücken habe, denn da kann man wunderbar die ganzen Schiffe sehen und die besten Schiffsfotos machen. Und jetzt hat es zeitlich so gepasst, dass wir genau der einlaufenden Color Magic entgegengekommen sind. Kommt ja immer kurz vor 10 an. 9.30 Uhr fährt die Fähre ab. Das passt also perfekt, um dann wunderbare Außenaufnahmen vom Schiff zu machen. Und hier seht ihr sie gerade, wie sie direkt vor uns hier im Hafenbecken dreht, sodass ich gleich auch noch von allen Seiten schöne Fotos vom Schiff machen konnte. Das ist, wie gesagt, grundsätzlich meine Empfehlung, wenn ihr von Kiel aus mit dem Schiff irgendwo hinfahrt, nutzt die Hafenfähre. Die sind nicht teuer. Da gelten sogar Nahverkehrstickets. Ich habe es jetzt noch mit dem 9-Euro-Ticket genutzt, da wir hier Ende August unterwegs waren und konnte so für wenig Geld gut die Zeit verbringen und ein paar schöne Aufnahmen machen. Waren auch noch andere Schiffe hier im Hafen, nämlich die Costa Diadema und die Marina. Hier kann man die drei Schiffe dann auch wunderbar nebeneinander sehen und wie im letzten Video schon gesagt, finde ich, kann man hier auch wunderbar erkennen, wie groß die Color Magic eigentlich ist. Also die ist nicht viel kleiner als diese beiden Kreuzfahrtschiffe hier. Die kostet natürlich sehr groß, aber die Marina, das ist nicht so ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Schiffen. Ich bin dann aber auch schon relativ bald wieder ausgestiegen, nämlich in Mönckeberg und von dort aus dann mit der nächsten Fähre ein paar Minuten später wieder zurückgefahren. Und da können wir jetzt nochmal die Passage der inzwischen angelegten Color Magic sehen. Hier seht ihr sie an ihrem Liegeplatz, der übrigens super zentral ist in Kiel. Also das ist wirklich der beste Liegeplatz, denn ihr seid vom Hauptbahnhof in 10 Minuten im Terminal. Dort könnt ihr euch dann am Automaten selbst einchecken. Das funktioniert ganz, ganz einfach. Ihr müsst nur Buchungsnummer und Name eingeben und dann bekommt ihr auch schon eure Bordkarte. Und dann heißt es leider warten. Da sind sie relativ streng mit dem Boarding. 13.15 Uhr geht das erst los. Vorher kommt ihr nur an Bord, wenn ihr eine von den ganz teuren Kabinen gebucht habt. Da gibt es dann ein Pre-Boarding. Und es gibt eine zweite Möglichkeit, wie ihr früher an Bord kommt. Und das ist das VIP-Mittagessen. Da kommt ihr zwar nur eine Viertelstunde früher an Bord, um 13 Uhr, weil ab 13 Uhr euer Tisch reserviert ist. Es hat aber einen großen Vorteil, denn ihr könnt diese gesamte riesige Warteschlange am Terminal umgehen und kommt eben vor allen und ohne in der Warteschlange stehen zu müssen, ganz entspannt an Bord und sitzt dann schon im Restaurant hier mit einem Fensterplatz in erster Reihe und könnt von dort aus beobachten, wie dann alle anderen an Bord gehen. Und das können wirklich viele sein, bis zu 2700 Passagiere können ja mitgenommen werden auf der Color Magic. Also da kann die Schlange schon ein bisschen länger sein. Ich empfehle euch also das VIP-Mittagessen. Erstens könnt ihr schön im Oceanic à la carte Restaurant essen. Habt dabei einen schönen Sitzplatz direkt am Fenster. Ich habe mich jetzt für einen Burger entschieden. Da gibt es nur kleinere und leichtere Gerichte zum Mittagessen. Burger war so das größte und sättigendste, was es so gibt. Da ich ja schon lange unterwegs war, war das dann genau das Richtige für mich. Und wenn ihr euch ein bisschen Zeit lasst, könnt ihr dann auch noch das Auslaufen von hier beobachten. Zwei Gläser alkoholisches Getränk, also Bier oder Wein, sind übrigens auch noch mit im Preis bereits inklusive. Und wer die Preise für Bier und Wein in den skandinavischen Ländern kennt, weiß, dass sich sowas da immer ziemlich schnell lohnt. Ja, wir verlassen jetzt hier Kiel, die Ausfahrt
durch die Kieler Förde ja schon sehr sehenswert, besonders wenn jetzt wie hier auch noch andere Kreuzfahrtschiffe da sind, wie die Costa Diadema. Dann ist es natürlich besonders beeindruckend, weil man eben die Kreuzfahrtschiffe vom Wasser aus am besten beobachten kann. Neben der Costa Diadema war, wie gesagt, auch noch die Marina hier noch im Hafen vor Ort. Dann erreichen wir auch schon La Boe und in La Boe kann man wunderbar das Marine-Ehrenmal beobachten vom Schiff aus. Das habe ich dann schon vorne draußen ausgemacht, da war ich dann nicht mehr im Restaurant, sondern dafür bin ich dann mal kurz auf die Promenade nach draußen gegangen. Von da kann man das natürlich besonders gut beobachten und dann ging es auch in meine Kabine. Die schauen wir uns gleich mal an, die befindet sich nämlich hier mit Blick auf diese einfach nur beeindruckende Promenade. Hier jetzt nochmal kurz nur durch das Fenster vom Treppenhaus gefilmt, das Marine-Ehrenmal. Und jetzt fahren wir hier auf Deck 8, denn hier befindet sich meine Innenkabine mit Fenster. Hier gibt es das wirklich eine Innenkabine mit Fenster, nämlich mit Blick zur Promenade. Wir schauen uns die Kabine ein bisschen an. Zwei Klappbetten haben wir, eine Sitzecke hier am Fenster. Und dann haben wir hier natürlich auch einen Fernseher, eine kleine Minibar und hier auch einen kleinen Schreibtisch und natürlich diverse Ablagefläche. Die Kabinen sind also ein bisschen besser ausgestattet, als das auf Fähren eigentlich so üblich ist. Steckdosen habt ihr natürlich auch, zwei Stück. Ja, bisschen besser ausgestattet als andere Fähren, eben weil es eine Kreuzfahrtfähre ist und wirklich sicherlich ein großer Teil der Gäste einfach nur das Ganze als Mini-Kreuzfahrt Kiel, Oslo, Kiel bucht und somit zwei Nächte in der Kabine bleibt und deswegen sind die auch ein bisschen schicker ausgestattet. Das hier übrigens die einfachste Kabinenkategorie an Bord, das sind also die 3-Sterne-Kabinen. Hab das Prinzip im letzten Video ja schon mal kurz erklärt. 3 Sterne die einfachsten, 4 Sterne etwas gehoben und 5-Sterne-Kabinen, das sind dann die Suiten an Bord. Das hier ist das Badezimmer, das ist wieder ein ganz typisches Badezimmer einer Fähre oder auch eines etwas älteren Kreuzfahrtschiffes. Allerdings haben sie sich hier ein bisschen mehr Mühe gegeben bei der Gestaltung des Waschbeckens mit den Fliesen und Spiegeln. Sieht das Ganze ein bisschen schick aus. Und das ist der Ausblick. So sieht der Ausblick aus hier von den Kabinen mit Promenadenblick. Einziger kleiner Nachteil an dieser Kabine ist, es ist immer etwas hell in der Kabine, weil ihr natürlich das Licht von der Promenade habt, was reinkommt. Das heißt, auch nachts kommt von draußen immer so ein bisschen Licht am Rand der Vorhänge vorbei. Also wenn ihr sehr empfindlich seid, was Helligkeit in der Kabine angeht, ihr braucht es wirklich komplett dunkel, dann bucht lieber eine gewöhnliche Innenkabine und nicht die mit Blick auf die Promenade. Wenn ihr aber zum Beispiel so ein Problem mit Platzangst habt und eigentlich ein Fenster braucht, aber trotzdem sparen möchtet, dann sind diese Kabinen hier mit Promenadenblick ziemlich gut geeignet, denn es entsteht eben nicht der Eindruck einer Innenkabine, weil ihr habt eben ein Fenster, durch das Licht hereinkommt. Nur eben, ihr schaut auf die Promenade, nicht nach draußen. Das ist der einzige Unterschied. Und wir haben derweil auch schon wieder Land in Sicht. Wir nähern uns nämlich der Storebeltsbrücken. Die Storebeltsbrücke überquert eben den Storebelt und verbindet so die einzelnen Inseln Dänemarks mit dem Festland. Da gab es früher Fähren und inzwischen haben wir hier eine der größten Brücken der Welt. Und das ist natürlich besonders beeindruckend, das Ganze vom Schiff aus zu beobachten. Hier im Hintergrund seht ihr eine der ehemaligen Fähren, die jetzt als Denkmal hier aufgestellt wurde. Und wir unterqueren jetzt hier die Brücke. Hier sieht das jetzt noch relativ klein aus, das Bauwerk. Wenn ich euch allerdings sage, dass allein die Durchfahrtshöhe unter der Fahrbahn bereits
65 Meter betragen. Könnt ihr euch vorstellen, wie hoch diese Pylone eigentlich sind? Die ganze Brücke ist 6.790 Meter lang. Dazu kommt noch mal ein weiterer, nochmals 6.600 Meter langer westlicher zweiter Brückenteil. Und jetzt sehen wir noch mal hier die Pylone. Und ich kann euch jetzt auch verraten, wie hoch die sind. Die sind nämlich beeindruckende 254 Meter hoch. Somit das höchste Bauwerk in ganz Dänemark. Das Ganze habe ich von der Observation Lounge aus beobachtet. Und hier haben wir auch dieses Kunstwerk. Schaut mal genau auf die Augen, dann seht ihr, das ist auch wieder was ganz Besonderes. So ein kleines Detail, was ich wirklich einfach cool finde. Und man sieht, mit wie viel Liebe zum Detail dieses Schiff gestaltet wurde. Ja, und jetzt geht es dann eben weiter in Richtung Oslo. Und für mich bedeutet das jetzt vor allen Dingen, dass es langsam Abend wird und mein eigentliches Highlight des Tages ansteht. Während ich hier noch ein bisschen die Schiffe beobachtet habe, wurde es dann nämlich langsam auch 20 Uhr. Und um 20 Uhr hatte ich einen Tisch reserviert im Manhattan Gourmet Restaurant. Und da wollen wir mal schauen, ob es dem Namen gerecht wird, ob das denn wirklich ein Gourmet-Restaurant ist oder ob es vielleicht doch einfach nur etwas besseres Fährenessen ist. Denn das Essen auf Fähren, ja, das steht ja immer so ein bisschen im Verruf. Es gibt eben auch viele Fähren, die ein sehr einfaches Essen servieren. Und wir schauen mal, wie das jetzt hier auf der Color Magic so aussieht im teuersten und gehobensten Restaurant an Bord. Ja, warum gehe ich so schick essen? Ganz einfach gesagt, weil ich dabei Geld spare. Denn der Flug von Frankfurt nach Oslo hätte ungefähr 800 Euro gekostet. Und da ist die Color Line deutlich günstiger, selbst wenn man hier eben essen geht. Wobei das hier auch gar nicht so teuer ist. Verhältnismäßig gesehen ist das eigentlich ein sehr fairer Aufpreis. Getränke müssen dann noch bezahlt werden, aber das 5-Gänge-Menü habe ich vorher schon reserviert. Ja, und zwar ging das erstmal mit einem Gruß aus der Küche los und dann der erste Gang, das war Ceviche, gefolgt von Königskrabben mit Muscheln und Blumenkohl. Als Zwischengang gab es dann geräucherte Forelle mit Sellerie Royal und Apfel und das Ganze bei einem wunderschönen Sonnenuntergang und der Begegnung mit der Aida Nova, die in Gegenrichtung unterwegs war. Und die Aida Nova ist natürlich nochmal ein deutliches Stück größer als wir, eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Und bei der wird es dann auch schon eng mit den 65 Metern, denn die Stödebalsbrücken, die ist wirklich sehr limitierend für die Schifffahrt, denn das ist die größtmögliche Durchfahrt zur Ostsee. Schiffe, die höher als 65 Meter sind, passen also nicht mehr auf die Ostsee. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, denn die Öresundsbrücke ist niedriger und Nord-Ostsee-Kanal natürlich sowieso. Dann ging es weiter mit einem kleinen Sorbet als Neutralisierer und dann gab es als Hauptgang Lamm mit Pfifferlingen und Kartoffelkroketten. Und zum Dessert gab es einen Karottenkuchen mit Mascarpone und mit Eis aus weißer Schokolade. Und zum Abschluss noch ein Kaffee und ein bisschen Gebäck. Und ich glaube, ich muss nicht allzu viel dazu sagen, das Essen war hervorragend. Also wirklich auf Fine Dining Gourmet Michelin Niveau und hat absolut nichts mit dem Klischee von fairen Essen zu tun. Gönnt es euch, es ist wirklich ein tolles Erlebnis, das Fine Dining auf der Color Magic. Das war's für dieses Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.